Ah, der kann mich hier rauflassen. Komm, lass mich. Wieso geht der hier immer an die Wand? Kann man sich da hochbangen? Was? Hä, wieso lebst du noch? Ich möchte da nicht durchbangen. Das ist bestimmt verboten. Hey, die Mauer da sieht sogar recht cool aus. Was sind das? Ach so, weiße Bricks mit solchen Fallen-Bricks. Hoffentlich sei nur. Jawohl. Yeah! Bams! Ah, das klappt immer noch. Und? Nein, verdammt! Das könnte aber noch klappen, dass ich da auf den einen Brick noch lande. Ah, der Raum wird auch langsam immer voller, aber leider geht die Runde nicht mehr so lange. Das Wassergewehr hat auch übrigens einen sehr geringen Rückstoß. Na komm. Und? Bam! Da bin ich drüben! Jetzt kann man sich auch mal deren Seite hier anschauen. Oh, alles voller Fallen. Wobei mit der Sprungkraft dürfte man sogar direkt rüber springen können. Yeah! Nein! Scheiß Bärenfalle, hau ab! Alter, was hat der da? Sofort anschauen. What the fuck? Ist das nicht dieser, eine dieser komischen, verrückten Waffen, wie die genannt wurden von Brickforce? So wie Regenbogenhornisse, da ist ja bestimmt dieser Spaßwerfer oder wie er heißt. Los, komm, in den Sekunden möchte ich noch ein paar Kills machen. Yeah, auf Entfernung ist das Ding ziemlich präzise, verdammt. Ich klicke da durch wie ein Bekloppter. Hat auch übrigens Impulsfeuer. Also immer 6 Schüsse auf einmal kommen da raus. Aus dem Wassergewehr. Ey, cool, Sky Garden. 5, 5 gegen 8 geht sogar noch einigermaßen klar. Wie soll der Spawnschutz? Ah, okay. Komm, wir gehen, sind Baumkletterer hier. Jeder hat eine Orion, einer hat eine Sniper. Hä, wieso? Wir kommen das jetzt so vor, als würde ich voll niedrig immer nur springen. Boom. Im Nahkampf finde ich das Wassergewehr übrigens auch richtig doof. Ah, komm, wir rush mal hier vor. Ist ja schon langweilig hier. Bam! Und sofort Wanted. Wie auch schon in anderen Videos erwähnt, ich mag Wanted überhaupt nicht. Ist eine geile Idee und so, aber wirklich der Wanted. Was? 200 HP gewone-shottet? Ich hatte doch nur 200, oder? Boah. Goldene Mamba, Glückwunsch, du machst einen krassen Schaden. Wobei der liegt doch gleich hoch wie der von den normalen Mamba, oder? Ich habe den Schaden von der Mamba eh nicht im Kopf. Den Sniper mag ich nämlich gar nicht. Was labern die? IP-Ban? IP-Ban ist in Deutschland verboten. Was? Was? Worüber quatschen die da eigentlich gerade? Ach so, über Hacker. Ach komm schon. Kann es auch mal zeigen. Hier einmal durchsprayen macht 6 Schüsse. Mann! Man sieht den nicht. Lol. Das ging schnell. Mann, wie die alle hier nur noch am Rumsnipen sind. Bei so vielen Snipern sich anzunähern, ist relativ schwierig, finde ich. Ah, oh, einer mit dem Sturmgewehr. Hätte ich mal Abwechslung hier. Wo sind denn die ganzen Sniper jetzt hingelaufen? Bam! Nein! Ach, jetzt hat er eine Shotgun genommen. Der nimmt irgendwie nur solche One-Shot-Waffen, kann das? Wobei eine Shotgun da schon ein bisschen besser ist als ein Sniper, denn eine Shotgun geht ja auch durch Premium durch die ganzen Schüsse. Eine Sniper hingegen nicht, ne? Die macht ja nur einen Schuss. Ich habe ja eh kein Premium, also kann mir das relativ egal sein. Na komm, ich sehe deinen Kopf, ich sehe deinen Kopf. Ich habe den doch mindestens einmal getroffen, ne? Also war es wenigstens ein Assist, den ich gerade bekommen habe. Ach komm her. Schade. Boy. Ich bin langsam auf dem Weg, immer mehr Assists zu machen als Kills. Das wird übrigens sehr lustig auf dem Profil aussehen, wenn man mehr. Mensch, wenn man mehr Assists hätte als Kills. Weil ich früher es jetzt auch mal zu snipen. Ich mag snipen auf Sky Garden gar nicht. Aber wenn die alle snipen, mache ich das jetzt auch mal.
Ach, verdammt, ich. Oh, stimmt ja. Ich habe ja gar nicht das Wassergewehr in der Auswahl. Was macht der da? Geil, dann wechseln wir wieder zu Beacon oder so. Habe ich wenigstens dann Nachschub mit. Da seht ihr, also Snipen ist auf Skygun schon relativ OP. Ich mag das nicht so. Aber jetzt haben wir den echt auch mal weggenatzt. Na, komm her. Nee, nee, kann ich nichts werfen. Komm her. Guck raus. Wie immer der Spawn-Schutz meiner Teamkollegen meine Gegner schützt. Haben die sich gerade echt gegenseitig gekillt? Ein Bild für die Götter. Ah, jetzt klappt so. Boah, war das knapp. Ja, das ist sehr sicher hier die Stelle gerade, auf die ich gelandet bin. Also, wenn man hier snipet, dann läuft es schon. Das muss man schon zugeben. Ich hab doch gerade hier so einen Staub gesehen. Ach so, von meinem Team ist der. Ach, ich bin wanted, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, und jetzt wird es immer, für die Gegner wird es jetzt immer schwieriger, mich zu killen. Jetzt stell dich mal vor, ich hätte jetzt noch einen aktiven Autopod. Boah, dann wäre es ja eine Hölle. Vor allem auf Sniper Hill. Boah, ich hasse Wanted auf Sniper Hill, ey. Komm ich hier rauf? Jawohl. Professioneller Bergsteiger. Auf zur Gegnerbase. Ernsthaft, ich hab den Quickscope verfehlt. Das hier sieht übrigens auch voll cool aus, irgendwie. Hier mit dem Reifen noch so. Voll mysteriös. Jetzt wechseln wir aber mal wieder die Waffe. Condor? Wird man noch Gnub genannt, wenn man die Condor spielt? Ich weiß das gar nicht. Aber dann wechseln wir einfach zu Spider. Bin mir jetzt echt nicht sicher, ob man noch Gnub genannt wird, wenn man die Condor spielt. Denn die Condor wurde ja abgeschwächt mit dem Rückstoß. Wobei kein einziger Typ mehr spielt mehr in die Kondo, ne? Kondo. Die Kondo. Weißt du, vorhin haben hier die Sniper im Gegnerteam dominiert und jetzt waschen wir die alle tot. Alter, die hat voll den krassen Rückstoß. Ich spiele so oft mit Waffen, die einen niedrigen Rückstoß haben. Na komm, na komm, na komm. Ducken ist so scheiße OP, Alter. Komm, wir nehmen mal die Condor. Ich habe die schon vor lange nicht mehr gespielt. Ich mal kurz einsprayen. So, ja. Durchsprayen, ja. Ist immer noch stark. Wobei, der Rückschuss kommt mir relativ low vor. Der war echt mal niedriger. Schon krass. Die schreiben da gerade voll auf Makro im Chat. Hat hier irgendjemand Makro? Weil man das von außen ja eh nie merken könnte. Außer zum Beispiel im Nahkampf. Wenn zum Beispiel einer Makro hat und mit einer Nahkampfwaffe, der schlägt da irgendwie tausendmal die Sekunde. Kommt einem das so vor. Oh, die Kondor ist nice. Erst wenn jemand Noob in den Chat jetzt schreibt, wechsle ich die Waffe wieder. Ist auch ein guter Deal, oder? Hä, von wo werden jetzt die Kisten zerschossen? Boah, ich glaube, 7 Devs und davon waren wahrscheinlich 6 durch Sniper. Ja, weg hier. Boah, aber die Teamscores sind gerade ausgeglichen, hör mal. 123 zu 22 jetzt. Immer dieser Fallschaden, Mensch. Da ist ja sogar Duffman, also Duffmann. Ja, man muss ja Deutsch aussprechen, oder Mann. Mit Doppel-N. Boah, aber auf Entfernung ist die Konda echt kacke. So, kurze Distanz, mittlere Distanz ist die schon cool. Weil die keinen Rückstoß hat. Gefällt mir sehr. Wenn man einfach durchsprayen kann. Der Gamer. Hat Orion Schuss One-Hit? Der spielt doch mit einer Sniper oder nicht? Moment mal. Wenn man diesen Behauptungen jetzt Glauben schenkt, glaube ich zu wissen, warum mich jeder Sniper-Schuss von dem gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob ich zustimmen soll. Ich habe ja immer noch nichts davon mitgekriegt. Ah, mal gucken. Da schreiben so viele zustimmen. Ich weiß, ja, komm, machen wir mal. Wir stimmen zu. Ich meine, das ist schon relativ eindeutig. Wenn er mit einer Orion spielt und jeder Schuss one-hittet, dann merkt man das. Ich vertraue einfach mal meinen Teamkollegen.
Kann ja nicht jeder bescheuert sein, ne? Jetzt habe ich es gemerkt. Und ich hatte garantiert noch mehr Leben als ungefähr 30. 8 von 11? Eieee. Bei 7 von 11 hätte ich noch so... 11. 11. Bei 7 von 11 hätte ich noch verstanden... Ich habe schon wieder 11 gesagt. Aber egal. 11 so. Bei 7 von 11 hätte ich verstanden, dass Brickfoss gesagt hätte, darf man im Raum bleiben. Aber bei 8 von 11... Wie kam mein neuer Kanal... Ich hab's gewusst, dass so viele Schwierigkeiten auftreten werden. Ich hab den noch in die Beschreibung gepackt. Warte mal, wie heißt er? Herr Mais, okay, merke ich mir, den schreibe ich dann gleich nochmal, wie man den Kanal findet. So. Warte, 161? Genau, Grenze ist 160, aber 161 Kills. Ja, wie lustig. Welche Waffen sind da eigentlich kaputt gegangen? Immer diese Waffen reparieren. Auf jeden Fall die Condor, die ist doch irgendwo oben. Condor, da. Boah. Ich habe echt viel zu viele Waffen. So ein typisches Luxusproblem. Jetzt weiß ich aber nicht, was noch kaputt geht. Spider, genau, Spider. Sauber Gedächtnis. Lässt mich nie im Stich. So. Die müssten echt mal so eine alle Waffen reparieren Funktion einfügen. Akku schwach. Na super. Gut. Timer, so wie Akku sagt. Zeit geht aus. Dann sage ich auch mal danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Let's Play. Ciao.